Schilderkreisen, Rom und Sterne, ein Schildermeer mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Ich steh vor Dubai und Brasil, Malaysias Nachbar ist Sydney, von dort zwei Schritte bis zum Broadway. Traveler aus aller Welt sind da, von Alaska bis Kanada, und Kerzenlichter leuchten für Frieden. The Signs of Fame, ihr grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, Fernweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Jetzt um halb weg, um den Herrn Genscher abzuholen. Wenn bitte jemand von den Securities sich wieder beim Stern platzieren würde, damit da nichts passiert, auch hier am Lautsprecher. Also jetzt immer das Kloster. Das Kloster vielleicht nicht, aber das ist steuerrechtlich schon. Der rote Teppich ist ausgebrochen. Ja, da muss ich ihn erst begrüßen. Ja, ja, ja. Das ist gut. Ja, ja. 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 Ich freue mich sehr, heute einen der größten deutschen Politiker, der einfach aus der Geschichte Deutschlands nicht wegzudenken ist, hier in unserer Mitte persönlich begrüßen zu dürfen, Herrn Hans-Dietrich Genscher. Herzlich willkommen. Ich möchte bei der Gelegenheit auch nicht versäumen, Herrn Friedrich und Herrn König vielleicht ganz kurz um ein Grußwort zu bitten. Ja, lieber Herr Minister, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sind in Ihrer Person Symbol für die Freiheit, für das, was 1990 für unser Vaterland passiert ist. Und diese Stadt und dieser Fernwehpark sind gleichermaßen Symbole für die Freiheit. Hof, von hier aus ist vor 20 Jahren die Botschaft hinaus in die Welt gegangen. Deutschland ist wieder ganz frei, die Deutschen sind wieder ganz frei. Sie haben einen Anteil daran gehabt. Ganz herzlichen Dank und schön, dass Sie hier sind. Sehr geehrter Minister Genscher, für mich ist es eine ganz, ganz große Ehre, heute dabei sein zu dürfen. Herzlich willkommen in den Hof und vielen, vielen herzlichen Dank für alles, was Sie für Deutschland und für die Deutschen getan haben. Dankeschön. Jetzt darf ich den Herrn Minister nochmal hier an meine Seite bitten. Ich möchte jetzt etwas zum Fernwehpark, zu der Geschichte des Fernwehparks sagen. Der Fernwehpark ist ein völkerverbindendes und multikulturelles Friedensprojekt, in dem man mit Blick auf die Schilder aus der ganzen Welt optisch, gedanklich und emotional, sozusagen im Kopfkino, wenn man zum Beispiel nach das Schild von New York, Los Angeles, Dubai oder Hongkong sieht, San Francisco, Bilder, die man kennt von diesen Städten, Sydney, abrufen kann
um sozusagen im Kopfkino eine Reise um die Welt anzutreten. Das ist erstmal die Grundidee. Dem Ganzen integriert haben wir den sogenannten Signs of Fame, die Schildergrüße der Prominenten, die mit der Signierung ihres Starschildes und ihren Handabdrücken im Ton, wie wir es dann gleich praktizieren werden, sehr verehrter Herr Minister, nicht nur geehrt werden für ihre Erfolge, sondern auch symbolisch die Hand heben für den Frieden in der Welt. Ja, und wir setzen noch eins drauf, Prominente, die sich in ganz besonderer Weise karitativ und sozial engagieren und somit der globalen Bedeutung dieses multikulturellen und völkerverbindenden Friedensprojektes entsprechen, werden zusätzlich mit einem Starstern geehrt, ähnlich des Walk of Fame in Hollywood. Einer der letzten großen Geehrten und Würdenträger des Starsterns war Karl-Heinz Böhm, der für sein Lebenswerk Menschen für Menschen auch hier stand und einen Starstern erhielt. Ja, ich muss mich vor Ihnen verneigen, denn ich habe jetzt auch wieder gemerkt, dass Sie ein Mann Ihres Wortes sind. Sie haben für den Fernwehpark die Zusage gegeben und als ich erfahren habe, dass die Stadt Hof den Wunsch geäußert hat, hier bei dem Wirtdenkmal mit dabei zu sein, habe ich mir überlegt, wird Freiheitskämpfer, da steht eine Verbindung da. Und Herr Genscher hat gesagt, Herr Bär, um 10.30 Uhr ja. Gehe ich zu Ihnen zum Fernwehpark. Und es war noch nicht 10.30 Uhr, hat er den Platz verlassen und ist hier zum eigentlichen Anlass der Ehrung gegangen. Es ist für mich ein großer Zug von Ihnen, der mich tief vor Ihnen verneigen lässt, ein Mann des Wortes, im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir es auch schon in Prag erlebt haben. Was ich noch sagen will, die Verbindung zur Freiheit. Ich reise seit über 30 Jahren in der Welt, produziere Reisefilme, um die Schönheiten der Welt an mein Publikum weiterzugeben. Und so spreche ich nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Ich weiß, wie wunderschön unser blauer Planet Erde ist und wie dumm der Mensch ist, um durch Terrorismus, um Kriege so viel Leid über Unschuldige zu bringen. Ich weiß, dass der Fernwehpark Kriege sicher nicht verhindern kann, leider. Doch ich möchte eines nicht tun, nämlich nichts tun, den Kopf in den Sand stecken. Deshalb soll der Fernwehpark hier ein Mahnmal sein, ein Mahnmal für den Frieden in der Welt und die Verbindung zu Hans-Georg Wirth, ja, dem Vordenker und Kämpfer der Demokratie und der Pressefreiheit, ja, sollte eigentlich auch, wenn er noch leben würde oder vielleicht im Memoriam, ein Starschild, ein Grußschild hier im Fernwehpark gewidmet werden. Und so ist es heute eine wunderbare Verbindung, dass Sie an beiden Veranstaltungen teilgenommen haben. Ja, ich habe gesagt, Starsternverleihung, Signierung von Starschild, Grußschild und Handabdrücke und Ton. Das alles ginge nicht ohne Sponsoren, ohne Gönner, die hinter diesem Projekt stehen, das völlig ohne Kommerz ist und einfach aus Idealismus besteht, eine Herzensangelegenheit ist. Und deshalb werden Sie Verständnis haben, wenn wir Ihnen einige der wichtigsten Sponsoren kurz vorstellen, denn ohne die könnten wir heute diesen Starstern nicht an Sie vergeben. Ich möchte aber jetzt erstmal beginnen in der Reihenfolge der Ehrung. Und zwar schaue ich mal in die Runde, ob Herr Gressel in unserer Nähe ist. Franz Gressel und Gattin. Sind die hier? Ja. Kommen Sie doch bitte mal zu mir. Herr und Franz Gressel sind Inhaber des mobilen Beschriftungsservice, die Starschilder anfertigen. Ohne Ihre Hilfe wäre es also praktisch nicht möglich, diesen Fernwehpark am Leben zu erhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Familie Gressel, beim MBS Beschriftungsdienst und auf weitere gute Zusammenarbeit. Danke. Ja, und das nächste Prozedere wird dann sein, die Handabdrücke im Ton. Und da gibt es im Hof eine Firma, die seit vielen Jahren jetzt fast 200 Handabdrücke im Ton sponsert. Das muss ja gemacht werden. Dieser Ton ist speziell kreiert worden für diese Geschichte. Ich darf jetzt Herrn und Frau Wolfrum vom Hofer Töpferladen hier zu mir auf den roten Teppich bitten. Okay. Frau Wolfrum, Herr Wolfrum vom Hofer Töpferladen. Wir hatten früher, sehr verehrter Herr Minister, richtigen Beton verwendet, wie auf dem Walk of Fame in Hollywood. Es war eine sehr schmutzige und langwierige Angelegenheit. Aber durch diese spezielle Kreation ist es also so sauber, dass Sie sich hinterher kaum die Hände waschen müssten. Vielen Dank, Familie Wolfram vom Hofer Töpferladen. Dankeschön.
es gibt natürlich auch jemand, der den Starstern bezahlt hat. Und zwar, vielen Dank. Dankeschön. Ich hab's wieder. Dankeschön, Herr Minister. Ich darf zu uns auf das Podium bitten, beziehungsweise auf den roten Teppich, Herrn Stefan Quirl, FDP-Kandidat zur Wahl des Deutschen Bundestages 2009, der sich spontan bereit erklärt hat, diesen Starstern zu sponsern. Herr Quirl, kommen Sie doch zu uns. Dann meinen ersten Kontakt, den Funkkontakt, dem ich das Anliegen vorgetragen habe, Herrn Christian Joachim, Nebsgattin. Bitte sehr. Herr Christian Joachim, herzlich willkommen. Und dann darf ich Herrn Kreisrat Herbert Bittroff vom FDP-Ortsverband Rehau noch in unsere Mitte bitten. Ja, sehr verehrter Herr Minister, sehr verehrter Herr Hans-Dietrich Genscher. Als 4000 Leute, Flüchtlinge der DDR, im August 1989 in Prag waren, klingelte das Telefon im Auswärtigen Amt Sturm. Sie lagen zu diesem Zeitpunkt mit Herzinfarkt im Krankenhaus. Sie dachten an Rücktritt. Aber sie wussten, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss handeln. Und dann ist Herr Minister Genscher, Außenminister, über seinen Schatten gesprungen und hat praktisch unter Einsatz seines Lebens Folgendes getan. Er flog, ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig sage, er flog nach New York zu den Vereinten Nationen, um dort mit dem DDR-Außenminister Frank Fischer und dem sowjetischen Außenminister Eduard Shevardnadze Verhandlungen aufzunehmen, um die DDR-Flüchtlinge ausreisen lassen zu können. Wie Sie es gerade bei der anderen Veranstaltung erwähnt haben, wurde dann aber die Option gegeben, ja, das geht aber nur über die DDR und mit offiziellen Ausreisestempeln der DDR. Das natürlich den Leuten beizubringen, war schwierig, das haben sie gewusst, aber sie haben mit ihren Namen gebürgt, dass diesen DDR-Flüchtlingen nichts passiert und das ist eingetroffen. Sie durften dann praktisch über die DDR ausreisen und kamen hier im Hofer Hauptbahnhof an. Ja, und als sie dann an den Spätstunden, das muss ich jetzt noch vorwegnehmen, des 30. September 1989 auf den Balkon traten, gab es wohl den berühmtesten, unvollständigsten Satz, der in die Geschichte eingehen wird. Herr Genscher sagte damals, ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, ... Und das Ende des Satzes ging im Jubel von 4000 DDR-Bürgern unter. Für mich bedeutet das noch Gänsehaut pur. Was Sie da getan haben, ist so großartig, dass ich mich vor Ihnen hier im Fernsehpark im multikulturellen Friedensprojekt ganz tief vor Ihnen verneige. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und darf Sie jetzt einfach bitten, wenn Sie möchten, noch zwei, drei Sätze zu sagen und dann schreiten wir aber endgültig zur Zeremonie Ihrer Ehrung. Vielen Dank, Herr Minister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein schöner Sonntagmorgen, der mich mit Fragen umzingelt. Fernwehpark in Hof. Wenn ich die netten Leute hier sehe, verstehe ich gar nicht, dass hier jemand Fernweh haben kann. Aber damals hat sich verändert, was die großen Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte, Konrad Adenauer, Theodor Heuss und Kurt Schumacher, die drei großen Parteifamilien zu nennen, in unsere Verfassung hineingeschrieben haben. Nämlich, dass wir in Frieden vereint werden wollen. Das ist die Botschaft des Jahres 1989. Es gibt noch eine andere Botschaft. Das ist die, dass man im Leben voll Respekt leben soll vor seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Artikel 1 dieser wunderbaren Verfassung heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also nicht die Würde besonderer Menschen, sondern des Menschen heißt jedes Menschen.
Unsere Vergangenheit war getrennt. Sie war getrennt deshalb, weil auf der anderen Seite des Eisernen Vorhanges Verachtung der Menschenrechte und Menschenwürde galten. Und heute wissen wir, die Zukunft ist eine gemeinsame Zukunft. Die wollen wir gestalten. Ich bin ein großer Anhänger und Liebhaber der deutschen Sprache. Aber ausnahmsweise will ich es auch Englisch sagen. Die Amerikaner haben einen Mann gewählt, der hat gesagt, yes, we can. Ja, liebe Leute, wer ein Land so aufgebaut hat wie die Deutschen, wir können das auch und das müssen wir jetzt gemeinsam zeigen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt möchte ich kurz, ganz kurz über das Protokoll hinausgehen. Dauert 10 Sekunden. Die Dame, die wird nicht einverstanden sein. Aber es ist ganz schlimm, mit so einem Verrückten in Ehe zusammenzuleben, das auszuhalten, wenn er jemanden in Fernsehbank betreibt. Ich sehe hinten meine Frau Erika. Ich darf Sie einfach mal bitten, für 10 Sekunden zu Herrn Genscher zu kommen. Das ist meine Frau, die es mit so einem aushält. Ja, vielen herzlichen Dank und jetzt schreiten wir zum Prozedere. Ich lege jetzt das Mikrofon ab, weil jetzt gibt es etwas zu tun. Ja, wir haben ein Grußschild angefertigt und bitten jetzt Herrn Minister, dieses zu signieren. Halte es jetzt. Auf! Vielen Dank. Stellen wir uns mal hier auf, dass wir das nochmal fotografieren können. Es geht aufwärts. Herr Genscher? Ich darf Sie jetzt um unser obligatorisches Kennzeichen bitten vor dem Schild, wenn es möglich ist. Dankeschön. So, ich komme gleich wieder. Ich verstehe das mit der Frau jetzt besser. Ja. Das wäre ja was. So. Herr Minister, ich darf Sie bitten, das Ganze so anzulegen mit gespreizten Fingern, dann mit der linken Hand rein und mit der rechten Hand jeden Finger langsam und fest eindrücken. Ja. Ja, etwas nach links. Okay, und den Hand. Und wenn Sie mal in die Kamera hochgucken, dann das wäre sehr schön. Das brauchen wir. So. Noch ein bisschen mehr. Ich muss Sie noch etwas quälen. Ich muss Sie noch etwas quälen, wenn es geht. Weil wir wollen ja Ihre Hände sehen. Darf ich mal? Eine Ehre, auf den größten, auf die Hände des größten deutschen Politikers drücken zu dürfen. Ja. Denn das soll ja der Nachwelt erhalten bleiben. Wunderbar. Schauen Sie bitte mal. So. Mit Ihrer rechten Hand auf. Ach so. Ja. Das gleiche. So. Wunderbar. Ich hoffe, es ist schmerzfrei. Absolut. Absolut schmerzfrei. Also der Indianer kennt keine Schmerzen. Wir haben jetzt das Frieden. Ja. Ist es Ihnen möglich, die Hände so zu halten und in die Kamera zu gucken? Ja, ja. Danke. Ja, Herr. Ja, ja. In Ordnung, alles Beste. So. Herr Minister, und jetzt last not least, möchten Sie hier noch eine Unterschrift. Und Blick zu uns, Herr Gerscher. Ja, schaut Sie mal in die Kamera bitte. Und nun der große Augenblick. Ich darf, es ist eine große Ehre, heute diesen Starstern für Ihre Verdienste für das deutsche Volk verleihen zu dürfen. Ich hoffe, er gefällt Ihnen. Er wiegt 120 Kilo. Er ist aus massivem Granit und er ist multikulturell. Der Granit ist südafrikanischer Impala und dieser helle Granit ist ein Stein aus dem Ebrechtstein hier. Es ist also auch
eine multikulturelle Geschichte. Vielen Dank. Herr Genscher, kurze Frage an Sie. Sie standen vor 20 Jahren auf Balkon und da. Wie ist Ihre Bilanz jetzt 2009? Ich bin höchst zufrieden damit, weil wir jetzt gemeinsam die Zukunft angehen. Da gibt es eine Menge zu tun. Wir waren getrennt gegen unseren Willen der Vergangenheit, aber für die Zukunft sind wir vereint. Und das gibt Kraft. Eine Frage noch. Johann August Wirth war ja Freiheitskämpfer. Sie waren letztendlich auch eine Art von Freiheitskämpfer. Wie fühlen Sie sich verbunden mit Herrn Wirth? Er war ein Mann, der ist das jetzt, dass Sie 20 Jahre nach dem Mauerfall hier geehrt werden? Da freue ich mich ganz besonders, weil Hupf ja auch bei der Ausreise vor 20 Jahren eine große Rolle gespielt hat, als erste Station für die Züge, die aus Bahn kamen. Was? Herr Genscher? Ja. Also auf zum Fumbling Hall. Würden Sie uns bitte mal hier für diesen Mal geben? Da ist ja auch das Maskottchen da. Das ist ja von dem Maskottchen. Du bist ja die Celine. Hallo, grüß dich. Das ist unser Fernsehbank-Maskottchen aus Chemnitz. Aus Weiden. Grüße dich. So. Ja. Auf Wiedersehen.